Grüß euch, ich bin Antic Nikola, bin 16 Jahre alt, bin Lehrling im zweiten Lehr bei der Salzburger AG in der Obusremise. Ich mache eine Lehre als Nutzfahrzeugtechniker und habe die Leidenschaft, an Fahrzeugen zu schrauben. Also mein Arbeitsalltag fängt um 7 in der Früh an. Dann kriegen wir die Aufträge. Heute haben wir zum Beispiel einen Auftrag gekriegt beim Leichenbus, beim Hess, dass wir einen Kompressor einbauen, einen Eichen, und den tue ich gerade fest verschrauben. Wie ich mit der Lehre angefangen habe, bin ich sehr freundlich empfangen worden. Die Salzburger AG kümmert sich sehr gut um ihre Lehrlinge, muss man schon sagen. Ich persönlich finde es darin ein sehr gutes Arbeitsklima. Also es ist auf jeden Fall darin jeden Tag etwas Neues. Es ist sehr interessant, spannend auf jeden Fall. Wir haben viel zum Tun darin, von Heizungen über Motoren und sonstige Sachen, Wartungen oder wie heute zum Beispiel einen Kompressor. Und ich habe auf jeden Fall mein Hobby zum Beruf gemacht, beziehungsweise meine Leidenschaft zum Beruf. Und es taugt mir sehr darin. Und ich habe mir jetzt im ersten Lockdown etwas überlegt mit meinem Papa, gemeinsames Projekt. Und das sage ich euch jetzt. Also, das ist jetzt unser gemeinsames Corona-Projekt. An dem arbeiten wir jetzt schon seit dem ersten Lockdown, seit März. Mein Papa und ich gemeinsam, das ist unser Sastava 750, das ist ein Lizenznachbau von Fiat. Und ja, wir hoffen, dass wir den einfach so schnell wie möglich zum Laufen bringen. Also im ersten Lockdown waren wir halt alle daheim. Da habe ich ziemlich viel lernen können und habe halt ziemlich gutes Verständnis für das gekriegt. Und da habe ich viel mitgelernt. Mein Papa ist halt eben auch Mechaniker und der kann mir viele Sachen nur sagen. Das war der jugoslawische Volkswagen im Prinzip. Also der ist von 55 bis 85 ist der gebaut worden. Und darum ist das dann entstanden. Und in der Kindheit sind sehr viele, wie unten war in Jugoslawien, sind sehr viele solche Autos gefahren. Und es hat sich durch einen Zufall ergeben vor 5 Jahren, dass wir das Auto gefunden haben. Eigentlich hat es da der Opa, also mein Papa, hat das Auto gefunden und so ist das dann alles entstanden. Der Junior, der ist eh schon fast ein Jahr dabei gewesen bei der Salzburg AG und hat sich eigentlich super, super angestellt und hat da sehr viel mitgenommen draus, also weil er einfach gewisse Sachen gesehen hat, was er nicht alltäglich sieht, also überhaupt bei so alten Autos. Und macht uns sehr stolz, also das war der richtige Weg, dass er das macht. Also ich glaube, ihr wisst jetzt, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und wenn ihr es interessiert seid an einer Lehre bei der Salzburg AG, dann könnt ihr euch bewerben bei www.salzburg-ag.at/karriere.